Wir pushen heute den Boxer von 0 auf 750 Trophäen. Dabei haben wir die neue Season, neue Angebote und den neuen Skin aus dem Brawl Pass. Wir starten rein mit dem Brawl Pass und wie ihr seht, haben wir keine Gems. Da beginnen wir. Wie immer Creator Code Jonas für den Support. Vielen Dank. Let's go. 2000 Gems. Wir holen das Beste vom Value natürlich. Und im Shop haben wir Angebote. Oh, Sekunde. Credits. Hier sehen wir schon. Die haben wir hier alle im Shop. Da ist auch der neue Boxer-Skin schon mal. Wir kriegen Gratis-Stuff. Einen neuen Poco-Pin, neuen Frank-Pin, neuen Leon-Pin. Den gewöhnlichen Pin holen wir uns auch noch, komm, für 9 Gems. Ey, wir kriegen noch ein Spieler-Icon, 40% Rabatt. Ja, gutes Angebot, noch direkt ein paar Gems und Dings. Okay, jetzt aber in den Brawl Pass rein. Nee, wir machen das nicht so. Wird uns gar nicht angeboten. Wir machen plus 10 Stufen direkt. Bam. Dass wir auch direkt hier einiges zum Öffnen haben. Und dann würde ich sagen, wir haben noch was im Posteingang. Sekunde. Ich extra noch aufgehoben fürs Video. Wir kriegen noch hier für... Boah, die sind alle, sag ehrlich, die sind alle geil. Für die ganzen Skins, die wir haben. Und nochmal, warum auch immer, nochmal in der zweiten Welle auch noch die Pins. Okay, ey, wir legen los. Wir werden erstmal alles abholen aus dem Pass, was geht. Was wir holen können. 10 Gems. Das waren alle Gems, schade. Alle Münzen. 335, 640. Kriegen wir vielleicht auch ein paar Brawler direkt? Das wäre geil. 640. Und nochmal 640. Haben wir noch irgendwas? Nee, schade. Powerpunkte. Die sind... Oh, wir haben fast gar keine Powerpunkte. Okay, das war's... Oh. Wieso denn nicht, hä? Das ist gar nicht gut. Das ist tatsächlich jetzt gerade... Ich wusste nicht, jetzt haben wir auf dem Account keine... Oh mein Gott. Okay, dann erstmal noch Chroma-Credits, aber die Powerpunkte haben mich gerade ein bisschen schockiert. Cheat, das ist nicht so gut. Pinpack? Okay, wir kommen zu den Credits erstmal. Werden wir noch einen Brawler vielleicht bekommen sogar? Ja, ich weiß, was Credits sind, danke. 8-Bit! Okay, wir kriegen direkt noch einen neuen Brawler. Das ist sogar ein ziemlich nicer Brawler, finde ich. Ich mag 8-Bit ziemlich. Macht sehr viel Schaden und viel Leben. Willst du mich verarschen? Uns fehlen 5 Credits. Okay, wir werden trotzdem heute noch den Brawler freischalten, allein wegen den ganzen Dings. Mal schauen, was wir am Ende alles bekommen. Und auch Trophäenpfad. So, da sind wir. Boxer auf 0 Trophäen. Oder El Primo, ne? Grüße gehen raus an Puki. Da sehen wir nochmal hier zum einen die Stats. 360 Schaden, 4-mal und 6000 Leben auf Power 1. Der Typ macht sehr viel Schaden und hat viel Leben. Also die Fähigkeiten werdet ihr gleich noch sehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Brawler fast noch gar nicht angefasst, seitdem es ihn gibt eigentlich. Aber durch die unzerstörbaren Wände ist er jetzt deutlich stärker. Und das werden wir heute rausfinden. Wir sind Power 7. Ich glaube, nee, Power 8 schon mal viel höher kommen wir nicht. Power 9. 2 Level 4. Okay, wie viel müssen wir kaufen? 49, das geht noch. Es geht, aber 300 Gems tun schon weh. Das ist egal. Ja, ich bin mir sicher. Zack, wir sind Power 11. Wir haben jetzt 9000 Leben. 9000 und wir machen viel Schaden. Wir machen 2000 Schaden, also 4×540. Das ist geil. Machen wir es folgendermaßen wieder. Wir werden erst das erste Gadget und die erste Star Power freischalten und dann alle Gears kaufen und dann den Skin kaufen. Also, Suplex Supplement. Die Namen, Alter. El Primo greift den nächsten Feind an und wirft ihm einen hohen Bogen über seine beeindruckend breiten Schultern. Also er wirft einfach den Brawler weg. Das kann ziemlich hilfreich sein. Und natürlich die Star Power. Wir werden auch wieder die Pros fragen, was besser ist. Gegner, die von El Primos Superstil getroffen werden, brennen noch 4 Sekunden danach und erleiden 1200 Schaden. Die Map heute ist Schädelufer, by the way. Was ist die Brawler-Map? Sekunde. Oh nein, Hinterhofstadt. Okay, das wird natürlich, wow. Okay, interessant. Das ist nicht gut. Und damit läuft der Timer. Wie lange werden wir brauchen? Wir wollen es auf jeden Fall in... Vielleicht sogar, also in unter 3 Stunden auf jeden Fall, wenn wir es schaffen. Also mal schauen, wie es laufen wird. Und jetzt erstmal rein. Wir sind Power 11, wir haben alle Fähigkeiten, let's go. Oh, die Map ist richtig gut für den Bo... Hier, wir kriegen direkt 6 Kisten. Das ist so gut. Also Showdown-Map ohne Witz, auch mit den ganzen Wänden, ist mit die beste Map für Tanks. Und vor allem auch für den Boxer super geeignet. So, jetzt hier, Fang 1 gegen 1. Hier, wir können ihn kurz werfen und dann kann er für kurze Zeit nicht angreifen. Vor allem auch gut, wenn man vielleicht irgendwie einen Gegner vor sich hat, den man nicht angreifen will. Aber das Geilste beim Boxer ist halt die Ult, ne? Hier, zack, er wird zurückgenockt und, seht ihr, er verbrennt. 1200 Brandschaden, das ist die Star Power. So, zack, hier eine Shelly zum Beispiel, ne? Gerade hier ist es halt wichtig, ne, dass wir hier die Ult gut nutzen. Wir laden unsere Ult automatisch auf. Stimmt, das haben die geändert. Das haben die geändert, fällt mir gerade auf. Und damit die ersten 10 Trophäen. Und ja, wir gehen natürlich jetzt direkt wieder ins Menü und ändern die Fähigkeiten. Denn das zweite Gadget ist der Asteroidengürtel. Damit machen wir 2000 Schaden mit einem Meteor. Macht eigentlich auch die Wände auf. Aber ist ganz geil zum Beispiel für Brawler, könnte ich mir vorstellen. Und zum anderen natürlich El Rapido. Wenn wir unsere Ult nutzen, haben wir 4 Sekunden lang 25% mehr Tempo. Okay, die zweite Fähigkeit. Okay, die hört es eher in 3 Volt. Aber hier, das ist der Meteor, ne? Zack. Die werden auch zurückgenockt. Ja, soweit ich weiß, genau. Man kann es eben vor allem auch gut nutzen, um Wände. Ich kann mal vielleicht jetzt hier oben zeigen. Jetzt hier, zack. Seht ihr hier diese Tonne? Da? Und zack. Ja, die ist halt weg, ne? Das Ding ist halt, dann kann sich der Boxer halt nicht nebendran verstecken. Das ist halt wirklich der Nachteil. Ups. Ah, wir sehen es jetzt hier. Wir haben Geschwindigkeit. Das ist ganz geil. Vor allem eben, wenn man an andere Tanks oder Brawler rankommen will.
Was es stärker ist, kann ich jetzt, um ehrlich zu sein, schlecht beurteilen, aber ja. Der Boost ist schon ganz nice, sage ich ehrlich. Eigentlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die so fühle, die beiden. Let's go. Zweiter Win. Ey, erste Quest geschafft. 3 Minuten sind um. Let's go. Und damit holen wir uns, wie versprochen, den El Mayordomo Skin aus dem Pass. Auf jeden Fall. Let's go. Da haben wir ihn. Und noch direkt den Pin dazu sogar. Stimmt. Geil. So. Oh, wir haben den El Dragon Skin noch auf dem Account. Okay, wir wollen jetzt aber erstmal den El Mayordomo Skin auswählen. Und die Gears. Wie versprochen, wir kaufen uns alle. Tempo Gear, Lebenregenerierung, Sicht, Schild, Schaden und das Beste ist die Ulti. 10% schneller aufladen. Ich weiß nicht, was am besten ist. Wir machen mal Schaden und Ulti schneller aufladen, denke ich. Der neue Boxer-Skin zum ersten Mal. Da sehen wir ihn. Wir spielen gegen Buster. Let's go. Er ist halt so ein Butler einfach, ne? Und wie sieht deine Ult auch vor? Oh mein Gott, wir haben direkt den ersten Killer. Was geil ist, dass wir auch den El-Dragon-Skin. Oh, ich muss erstmal ulten. LOL. Okay, also die Ult-Animation sieht deutlich cooler aus. Haben wir gerade eben gesehen. Wesentlich, auf jeden Fall. Ja, die Mitte ist halt wieder ultra krass. Ne? Wir können halt direkt hier die... Wie viele Cubes rausholen? Ah, nicht ganz, der mischt sich doch irgendwie ein, aber ja, doch, ist schon krass. Ey, die Ult-Animation ist cool, die ist, glaube ich, ein bisschen anders, wirklich. Okay. Let's go, wir holen den Win und damit die ersten 30 Trophäen. Let's go, und damit sind wir drin. Wir haben gerade nicht die beste WLAN-Verbindung. Man sieht es zum Glück im Video nicht, aber mal schauen. Hoffentlich wird es hier nicht so auswirken. So, ihr seht hier schon, was man alles machen kann. Wir können hier auch direkt halt zum Beispiel rein ulten, aufmachen und ein Tor schießen. Und der Dragon Rosado-Skin ist halt auch geil. Ja, das ist halt aber auch free, ne? Die sind halt alle auf dem Haufen. Und dann kann er auch einfach direkt hier... Ja, das ist krank. Und der Speed ist auch geil, um Tore zu schießen gerade. Dann kann er auch viel aggressiver reinlaufen. Genau, und damit der Win in Brawl Ball. Und wir kommen nochmal zur besten Aufstellung für den Boxer. Das Wurf-Gadget ist am besten zusammen mit der Speedstar-Power. Und an Gears sind ihr das Schaden-Gear und wenn ihr es habt, dieses Ult-Gear, das schneller auflädt. Und falls eine Map mit vielen Büschen ist, am besten das Speed-Gear auch nehmen. Da wieder mit dem... Boah, diese Triple-Ults sind halt so geil, ne? Man hat auch direkt die nächste Ult und kann halt nach vorne ulten. Und das ist es halt. Wow. Wir sind damit im entscheidenden Game für Rang 10. Auf geht's. Colette erstmal rausnehmen. Junge, ich will es auch echt probieren. Colette ist sogar ziemlich schwierig, weil es ein Konter ist. Aber wir können hier auch direkt gut aufmachen, den hier killen und haben das erste Tor. Ja, also die wollen es auch irgendwie wissen, aber jetzt. Die Ult war komplett daneben. Mann. Das hätte auch klappen können. Jetzt aber. Jetzt. Ey, hartes Match. Aber wir haben es geschafft. 30 Minuten und wir sind schon mal auf Rang 10. Das ist schon mal wichtig. Und Starpunkte kriegen wir auch in die Quest genau gut voran. Wir haben die erste Meisterungsstufe. Let's go. Jetzt läuft alles richtig gut. Und wir haben 750 mal Münzen. Das ist geil. Wir sind in unter einer Stunde bei der entscheidenden Runde für 300 Trophäen. Auf geht's. Ich bin super gespannt. Was macht der denn da? Oh, müssen wir aufpassen? Wir werfen ihn weg. Oh nein, ich habe ihn in meinen Mate reingeworfen. Egal. Jetzt hier einfach. Zack. Wir machen die Wand auf. Oh, das ist halt einfach der Boxer. Und nein. Oh Gott, nein. Ult. Und das ist halt so krass. Habt ihr das gesehen? Ich habe alles damit gedodged. Nochmal Ult. Oh mein Gott. Und damit 1-0. Ein Tor trennt uns jetzt hier von den 750 Trophäen. Wir haben direkt hier Ult, wollte gerade sagen. Der Arme, dann noch diesen Speed. Wo ist weg? Ey, der wird so gemobbt. Der Arme. Ey, das war nicht so gut, oder? Okay, ich nehme es zurück, erst drin. Und damit in genau einer Stunde ran der Trophäen. Wir müssen noch ein bisschen abziehen wegen Lags, aber gutes Tempo. Ja. Okay, erste Runde Basketball. Wir wollen mal testen, wie schnell wir damit, oder ob es wirklich schneller gehen könnte. Gut, die Pam ist auch AFK, fairerweise. In Basketball müsst ihr nur 5 Punkte machen, um das Match zu beenden. Das heißt, ihr braucht halt ein normales Tor und ein Ult-Tor. Das heißt, es müsste eigentlich Bro LC das machen. So, jetzt hier. Ich habe den Ball. Wenn ich jetzt score, dann hätten wir es. Na, ziemlich schlecht, leider. Nee. Es sind 2. Willst du mich verarschen? Ja, weggeworfen und... Nein, 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 nein. Ich überlebe. Ey, seid ehrlich. Ich bin mal gespannt, wie Basketball jetzt laufen wird. 1 Stunde, 1 Minute und jetzt geht's Richtung 500 mit Basketball vielleicht nochmal einen Ticken schneller sogar. Was geht denn jetzt im Shop ab? Was? Das muss ins Video. Das ist der größte Bug mal wieder. Was ist mit den Ans... Lol, der Hintergrund ist ja komplett verbuggt. Da ist so ein ganz komischer Kasten. Screenshot ich einmal. Was? Junge, die Shops... Also das ist das Krasseste, was ich bisher gesehen habe. Der arme Surge. Wo kommt denn das her? Dann da hinten. Geht's weiter? Da hinten ist alles normal wieder. Wie random ist das denn? Und dadurch, oh, nice. Nächste Mastery-Stufe. Geil. 100 Powerpunkte. Entscheidende Runde, Leute. 500 Trophäen, 1,5 Stunden. Auf geht's. Ich wollte eigentlich Brawl Ball spielen. Ich hab's vergessen. Egal. Werden auch gleich noch alle anderen Modi spielen. Boah, Junge. Ich kann da gar nichts machen bei meinen Mates. Aber Basketball ist, glaube ich, besser für den Boxer hier zumindest. Die Map.
Okay, komm, jetzt nehmen wir den raus irgendwie. Junge, wir werden so überrollt. Dann noch dieses Wurf-Gadget. Das tut einem echt schon fast leid. Und damit ein Korb für die 5er-Trophäe. Wir gehen auf 8-Bit, der ist eh zu langsam, um es auszuweichen. Jetzt gehen wir auf den hier, werfen nochmal. Vom Ball weg, ja, sehr gut. Oh nein, alle sind dead. Shit. Komm, machen jetzt noch einen Dreier wenigstens. Komm. Zack. Und damit... Ey, 7 Punkte habe ich auch noch nicht oft gesehen. Haben wir die 5er-Trophäen geschafft. Super Tempo. 1,5 Stunden. Wir müssen ja noch ein bisschen wegen den Lags abziehen. Müssen wir halt schauen, ob es überhaupt dann noch einigermaßen passt mit dem schnell Pushen. Ne? Oh gut, wenn es was schon in die Ecke geht. Oh, die Ult muss ins Video rein. Wir haben alle getroffen. Und jetzt noch eine Ult von Lion. Komm. Oh, das muss rein. Okay, 1 Stunde 43. Wir sind bei 5,12. Das wird jetzt schon... Ja, wir müssen es beeilen. Das war jetzt eigentlich alles perfekt. Wir hätten einfach nur scoren müssen. Er muss rein jetzt. Bitte, bitte, bitte. Nee, oder? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Seid ehrlich, das war meine Aktion. Das war... Oh mein Gott! Wir bleiben mal drin noch mit dem Modus. Wir sind eh gleich bei 600, okay? Wir kriegen Credits für Stufe 3 bei... Wir haben 8-Bits! Ja! Das war ein geiles Game gerade. Das muss auch ins Video bitte rein, das Ende. Let's go! Entscheidende Runde für 600 Trophäen. Wir sind in der Zeit relativ gut. Wir hatten halt vorhin die Internetprobleme. Das war halt ein bisschen dumm. Ja, der Spike hat uns jetzt ein bisschen arg an. Ja, Spike ist halt eh ein Konter gegen uns natürlich, ne, fairerweise. Junge, Löwe, das war stark. Okay, jetzt wird's aber schwierig. Was, am besten wechsle ich die Lane sogar, weil ich darf echt nicht gegen den Spike gehen, der kontert mich total weg. Wenn ich jetzt hier eigentlich hingehe und jetzt rüberpasse. Und jetzt am besten noch beide killen. Ah, nice. Das war ein gutes Match. Und damit 600 Trophäen geschafft. Sehr, sehr geil. Und damit gehen wir jetzt in die verschiedenen Modi. Wie gut wird der Boxer sein? Oh, mir fällt gerade auf, wir haben das Speedgear nicht aktiviert. Egal, Juwelenlag als erstes. Auf geht's. Und ich glaube, hier wäre vor allem ganz geil, wenn wir es halt irgendwie schaffen würden, genau hier ranzukommen. Bin ich ein guter Gem-Carrier oder eher nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt haben die... Oh, das war jetzt nicht so gut für uns. Ich möchte halt vor allem meine Ult dringend. Jetzt habe ich meine Ult, sehr gut. Meine Ult am besten aufheben, gerade wenn die Tara-Ult zum Beispiel rein. Oder hier gegen die Ems. Das ist halt gut. Auch, Leute, jetzt nicht zu aggressiv bitte gehen. Nein. Line, BTF, du bist jetzt nicht ernsthaft reingelaufen. Digga, du hast 7. Digga, Line, BTF. Oh mein Gott, ich kann natürlich jetzt nur probieren, irgendwie die rauszuholen mit ein bisschen Glück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's, oh mein Gott. Junge, Line, Digga, mit 7 Gems reinlaufen? Oh mein Gott, dass wir das gewinnen. Ich wäre so sauer gewesen. Ich wäre schon sauer gewesen. Das hat uns auch echt eine Menge Zeit gekostet. Auf geht's. Gelange in die Hotzone. Wir können eigentlich sogar... Ich weiß gar nicht, was machen wir denn am besten? Ich denke nach hinten jumpen, oder? Ich kenne die Map gar nicht. Die ist wahrscheinlich relativ neu jetzt drin. Oh, das ist aber chillig. Zum Treffen. Habe ich sehr schöne Runde. So, das Ding ist halt, ich kann es hier einfach ganz gechillt hier die Lobby oben holen. Ich denke gerade hier oben ist es halt relativ schwierig, es sich zu behaupten. Deswegen... Ja, was macht denn die Jackie da unten? Ah, das ist nur ein Schatten. Das ist ein Leon außerdem. Ich hab heute. Ah, das fehlen 3%. Die werden wir jetzt wohl noch hoffentlich irgendwie kriegen, oder? Ja. Okay, sehr geil. Ja, und Boxer hat eigentlich gut funktioniert, muss ich echt sagen hier. Geil. Okay, Knockout. Wie gut ist der Boxer in Knockout? Wir werden es rausfinden. Ja gut. Kommt natürlich auch auf die Höhe an, ne? Okay, ich darf jetzt halt nicht so reinfeeden vor allem. Komm, yo, es war ein Hit. Bitte, 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 bitte. Aber halt wichtig, die Ult irgendwie zu beschützen. Wir verteidigen die um unser Leben einfach. Ja, ja, das war es aber auch nicht gut platziert, weil der Poison gleich da ist. Okay, einmal noch gewinnen, dann hätten wir auch... Rest auf 3 Sekunden, mal ist er dumm. Ich wollte gerade sagen. Ich habe einfach nur gewartet, dass da einer durch den Teleport kommt. Nice. Und Ulten. Ich bin total dumm. Egal, ich bin getroffen. Nock hat auch gewonnen und damit alle Modi hier geschafft. Sehr geil. 650, sehr geil. Hauptsächlich nett finde ich, um ehrlich zu sein, langweilig. Tut mir leid, ich glaube, ich werde nicht pushen hier. Aber mal schauen, was es wird. Oh, das ist so geil. Das ist halt geil. Wie das gesehen wird. Dann direkt die Ult, die Wand aufmacht und direkt... Das ist geil. Wir sind bei einer entscheidenden Runde für 700. Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube es zumindest. 2 Trophäen fehlen uns noch. Sollte zumindest der Fall sein. Schöne Ulti perfekt getroffen auf Nita. Und der ist raus. Und... Zack. Ich hab den... Oh mein Gott, was eine Aktion. Das ist mit dem Boxer möglich. Und 700.
530 Trophäen. Das ist die Lobby. Wir gehen solo schonen. Direkt in die Mitte. Wir holen uns die beiden Cubes. Am besten so 4 Cubes. Wären halt geil. Wenn wir vor allem die Kisten... Willst du mich verarschen? Okay, ich hab's überlebt. Ich hab's irgendwie überlebt. Okay. Junge, dieser Dynamite will's aber auch echt wissen, ne? Ja, okay, nice. Shelly ist wirklich gefährlich. Wir müssen aufpassen. Ich kann die Ulti sein und uns aufladen. Was macht die denn jetzt? Weg, 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 weg. Aufpassen. Die hat ihre Ult. Da müssen wir jetzt echt... Aber wenn wir auf Distanz bleiben, müsste es eigentlich einigermaßen gehen sogar, oder? Bin ich vielleicht lost? Was ist denn das für eine Kacke. Also der Bass ist jetzt eklig, da müssen wir aufpassen. Der wird jetzt auch echt offensiv gehen. Ich kann halt die Büsche auch nicht auschecken als Boxer. Ich will jetzt auch nicht teamen. Zack, Bass nimmt den raus. Sehr gut, wichtig. Die Team natürlich richtig eklig da hinten. Ich hoffe vielleicht, dass wir es... Ja, sehr gut. Das passt. Der geht nicht auf mich, Ehrenmann. Richtig. Machen wir hier noch einen lustigen Pin. Sehr gut, Top 4 schon mal. Bitte nicht auf mich. Der hat Schiss von mir so ein bisschen auch, ne? Man merkt es doch ein bisschen. Ja, schade. Plus 6 Trophäen. Ey, das ist gut für die erste Runde. 14 Trophäen. Auf geht's. Junge, 3 Edgars in einer Lobby. Was ist das? Aber kein Brother, der jetzt eklig wäre, groß, oder? Okay, ich gehe direkt nach rechts jetzt hier. Da kriegen wir nämlich direkt 2 Kisten. Das wäre schon mal sehr, sehr gut. Und da ist ein Edgar. Das ist doch gut. Ah, das ist doch nice. Kriegen wir alle Cubes sogar. Nice. Ey, 3 Cubes, da kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Shelly weg, Shelly weg, Shelly weg. Edgar ist kein Problem für uns. Wir haben das Gadget, wenn er auf uns drauf jumpen sollte. Was macht er denn da? Wie geil. Aber wir sind gut gegen Edgar. Krass. Ich glaube, es ist keiner. Wer hat sich die Cubes ge... Oh mein Gott, es war doch einmal in der Mitte. ETF. Oh mein Gott, aber er war lost. Es war ein Edgar. Oh mein Gott. Ich rede noch und sage, wer hat sich die Cubes genommen? Und dann ist da so ein fetter 10 Cubes. Okay, 5 Cubes Edgar drin. Sehr gut. Die Shelly macht hier keine halben Sachen. Geht. Ja. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl. Ult schön aufheben. Shelly finish den. So, zack rein. Und... Ah, nicht gut gezielt. Müssen wir da nach vorne zielen müssen. Trotzdem, wir kriegen plus 8 und das bedeutet 6 Trophäen. Shelly's Search, Search. Oh, eklige Lobby auf jeden Fall auf den ersten Blick. Ha, sieht nicht so geil aus, sage ich ehrlich. Das sieht echt nicht so geil aus. Okay, wir legen los. Wir müssen nur Top 3 schaffen, aber Top 3 ist auch schon eine Ansage. Aber an sich, solange wir jetzt hier schon mal... Der Papier... Sehr gut, der geht nicht auf uns. Gut. Der Bass ist jetzt hier, okay. Das passt. Die fighten nicht. Da unten wäre noch ein Cube offen. Immer noch Cubes mitnehmen am Anfang. Was will der denn jetzt? Okay. Da unten ist ein Surge. Will der sich umbringen oder? Ich glaube, der ist AFK, oder? Oh mein Gott, das ist so free. Das ist halt einfach ein Cube. Und die Ulti halbe. Ja, ja. War das Absicht von der Bibi? Ich weiß es nicht. Geil. Let's go. Und sind wir die Mitte auch noch offen. Sehr gut. Was will die Shelly denn da? Verstehe ich nicht. Was ist der Plan von der Shelly? Denkt ihr jetzt, sie hat eine Chance, da zu fighten oder was? Keine Ahnung, 8 Cubes. Wir hätten fast noch die Ult abbekommen. So, wer ist noch am Start? Shelly ist... Nee, das war keine Shelly, sondern Bibi, genau. Also, ob die mich damit... Ja, okay, muss man fairerweise sagen, war gut. Das war jetzt nicht gut. Let's go. Wir haben die komplette Lobby im Griff, ohne zu teamen. Ich fühle es richtig gerade. Boxer ist auch wirklich stark für Solo-Schauen. Jetzt nehmen wir ein bisschen fighten hier. Und zack, auch den nächsten raus. Und damit haben wir es geschafft. Und damit haben wir es geschafft. Roll auf 750, unter 3 Stunden sogar, wie clean. Wir haben alles gewonnen, trotz Lags. Wir hatten noch 10 Minuten zum Abziehen locker. Und da haben wir es geschafft. Was bekommen wir jetzt noch alles? Wir haben noch einiges im Pass und im Trophäenpfad. Und wir haben direkt ETF, wie perfekt. Wir haben gerade die Meisterung geschafft damit. Schaut es euch an. Da ist es. El Mayor Domo, Rang 25. Was bekommen wir jetzt noch? Wir gehen in den Pass zuerst. Was haben wir hier? Münzen. Münzen sind immer gut. Dann Powerpunkte sind auch geil und Credits, Chroma Credits. Okay, 45, sehen wir es, 45, ja, Credits, 95. Ich denke nicht, dass es reichen wird, aber vielleicht schaffen wir es. Oder es könnte, ja, wahrscheinlich eher nicht. 25 Credits, Powerpunkte, nochmal Münzen, 20 Credits und es war es leider. Okay, schade. Dann wie immer, vielen Dank für den Support, 0 auf Rang 25 mit dem Boxer. Schreibt in die Kommentare, welchen Brawler als nächstes und hier... Seht ihr noch meinen Let's Play-Kanal? Da bringe ich in Zukunft auch andere Games von Nintendo zum Beispiel. Mario Kart habe ich hier eine Folge hochgeladen und alle neuen Strecken gespielt. Aber auch Fortnite ist online. Zelda, Among Us oder FIFA. Schaut also gerne vorbei. Da ist der Link zum Nintendo-Video und noch ein anderes Video vom Let's Play-Kanal verlinkt. Und damit haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.